Ne, Leute, jetzt kommt mal runter. Jetzt beruhigt euch erstmal alle, ja. So geht es jetzt nicht weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Und sonst so. Ich glaube im... Oder was? Komm nicht. Halt, stopp. Alles gut soweit? Nein. Ich gehe jetzt einfach, ist mir egal. So, auf geht's. Das Gift kann uns nichts mehr anhaben. Hoffentlich. Ja, sieht super aus. Perfekt. So, was habe ich hier? Kanalisation. Oh. Ich dachte, da waren wir vorhin schon. Henry Bedloe kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie. Stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für Letzteres. Komisches Licht, ich sehe nichts. Ah, hi. Nun. Hallo. Das kann ja was werden. Ach, das sind die Pilze, oder wie? Tür zu. Und nach unten. Wassermonster. Oh, na toll. Danke, Socke. An die habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Scheiße. Ja, das sind wohl unsere Pilze. Alles klar. Warum geht denn... Bist du bescheuert? Warum machst du deine Lampe an? Der hat einfach so seine scheiß Lampe angemacht. Das gibt's doch nicht. Alles klar. Ciao. Ciao. Da blubbert's im Wasser. Ja, ist klar. Ach so, nein, okay. Ist in Ordnung. Oh, for fuck's sake. Ab nach vorne. Hallo? Hallo? Mario? Mario? Oh, ich muss mal irgendwann Luigi's Mansion spielen. Ein Verschwimmen, ein Verschwimmen. Das Schloss hat Mundgeruch. Oh. Danke. Das sieht nicht richtig aus. Das Rohr scheint locker zu sein. Jetzt nicht mehr. Danke. Aufgenommen Rohr. Krass. Können wir wieder Rohre verlegen. Okay. Wenn hier nicht Wassermonster sind, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier nirgendwo die Chance, uns irgendwie zu verstecken oder so.
Oder irgendwo drauf zu klettern oder sowas. Oh Mann, dieses helle Licht muss echt nicht sein. Okay. Wurde wieder jemand irgendwie, weiß ich nicht, gefangen genommen oder sonst was? Oder man weiß es nicht. Hier, friss dieses Rohr. Das Rad dreht sich zu schnell, um es zu blockieren. Ach scheiße, hätte ja sein können. Die Idee war gut. 50-50, dass hier Monster sind. Ja, ja. Ja. Schon. So. Ja. Ja. Hier ist ein Monster. Hier ist definitiv was. War ja schon ein Monstergesang da an der Leiter. Also wir sind hinten. Wir sind niemals allein. Da ist irgendwas hinter den Felsen, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Spritz mich nicht so laut voll. Hallo da oben. Well. Well, well. Nett hier. Ein Ölgefäß. Aber hier ist es doch gar nicht. Danke. Aha. Ich habe das Gefühl, wir brauchen gleich unsere Laterne. Ha. Hey. So, was haben wir da? 1 und 2. Hatten wir irgendeinen Hinweis von wegen Yo? Hä? Hallo? Jetzt schreibt er eine Notiz. Ich hab nicht mal was irgendwas mit dem Hebel gemacht. Die zwei Hebel steuern die. Oh, ich schau da nie wieder rein! Okay. Das klingt doch schon mal. Keine Ahnung. Das klingt sehr langsam. Das könnte es sein, vielleicht. Scheiße. Fuck. Nein. Du kommst. Nein, 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 nein. Es hat sich doch in unsere Richtung bewegt, oder nicht? Es hat sich zumindest zu uns umgedreht.
Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. Mann, ich hasse das so sehr. Ist klar, es kam einfach durch diese Gitterstäbe, natürlich. Zurück zum Zahnrad, aber ganz vorsichtig. Zahnrad, zu dem Wasserrad halt. Hey. Diese Anspannung klingt nach Wasserrad. Perfekt. Das ist es. Na, das ist es doch. Bums de Bums. Das ist ein großer Raum. Hier können große Dinge passieren. Was ist das da? Okay. Dann laufe ich mal wieder normal. Vorerst. Diese Stäbe sehen seltsam aus. Man kann nicht hindurch. No shit, Sherlock! Aber du hast wieder eine Notiz geschrieben. Bestimmt von wegen... Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Ja. Weil es durchgesiebelt ist. Und wie kommen wir da jetzt weiter? Ich glaube, ich habe nichts Brauchbares, oder? Eine Kurbel für eine Maschine haben wir immer noch. Wir haben Werkzeug für Blabla, aber das hatte keinen Sinn. Ja. Wir bräuchten vielleicht irgendwas... Das ergibt keinen Sinn. Ja gut, dann... Wenn es jetzt hier nur in den Raum geht, dann geht's ja noch. Okay. Okay. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Oh, ich trage den Schatten mit mir herum. Das ist toll. Ich drehe jetzt aber nicht um. Das schon wieder. Und oh mein...
Das ist eines der Monster. Was? Hui. Warum machst du so ein langes Gesicht? Ha. Was zur Hölle hat dieses Ding umgebracht? Reich mir mal deinen Arm. Reich mir mal die Hand, Bruder. Hallo. Okay. Krass. Hallo? Steuerung. Uff. Ach, den können wir... Au! Ich wollte ihn gerade wieder zusammenbasteln. Okay. Dreifach Uff. Was ist denn los, Leute? Habe ich etwas Falsches gesagt? Das klingt nicht so gut. Außerdem kann ich in diesem Raum ficken. Was soll denn der Scheiß? Hör auf damit. Oh, Mann. Wenn ich jetzt rausgehe, dann explodieren die Steine. Ciao. Das war das Gitter. Ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur von... Ja, lol. Nein. Scheiße. Nicht gut. Absolut nicht gut. Oh, es hat mir nur die Tür geöffnet. Das ist sehr freundlich von dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Der kann bitte was? Gar nichts. Gut. Dann ziehen wir mal von dannen. Ja. Bitte, was ist da los? Von wo? Ha.
Scheiße. Hä? Was? Da steht er. Ist okay. Oh. Perfekt. Wie komme ich an deinem Verbleiben? Wie kann ich an ihm vorbei jetzt? Muss ich ihn wirklich aufscheuchen? Oh nee, bitte nicht. Ob das was bringt? Fuck. Ich muss ihn wirklich aufscheuchen, oder? Kommt er? Ja, alles klar, alles klar. Schnell vorbei. Keine Zeit verlieren. Ui. Das war laut. So sorry. Oh, ja. Nachts um 2:30. Ui. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Ach, hier sind wir, an der Stelle, okay. Oh Mann, immer wenn wir sterben, sind die Monster weg. Das ist doch dumm. Ja. Das ist voll doof eigentlich. Das ist jetzt schade eigentlich. Das kommt wieder mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, Alter. Das kommt wieder. Mit Sicherheit kommt das wieder. Mein Herz, Leute. Ja, was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen? Kommt es bitte wieder?
Oh, das ist doch langweilig. Das ist schade. Vielleicht bleibt es auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Wir spielen nicht auf leicht, gibt es gar nicht. Wir spielen halt auf normal. Ja, schade eigentlich. Hätte gerne die Stelle nochmal gehabt. Schade. Och, aber geil. Ach, du Scheiße. Danke für den Clip. Sehr, sehr geil. Dankeschön, Wieselchen. Oh. Boah. Und ich wär sehr herzlich, falls du das noch hörst und so. Es tut mir leid. Entschuldige bitte. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Hi! Scheiße. Was macht ein Brunnen mitten im Nichts? Scheiße. Oh nein. Nein. Was war denn das jetzt? Oh nein, 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 wo sind wir? Was ist das? Nein, nein. Nein, wo sind wir denn jetzt? Was soll denn der Scheiß? Bitte. Nein, 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 nein. Guck mal, da steht jetzt ein Bett, senkrecht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie hat einfach meinen Stream ausgemacht und schläft. Oh. Wo sind wir? Diese Musik, hör doch auf damit, bitte. Ich will nicht mehr. Ach Gott, was... wieso ist das denn hier so behindert? Moment, zwei Türen, die sich nicht rühren. Habe ich das richtig verstanden? Oh. Richtig. Oh nein, 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 nein. Sind... nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sind wir wieder zurück in den Katakomben, ja? Ja, das ist die Wendeltreppe, die wir von einem der Gittern doch ausgesehen haben, oder? Wir sind also im Prinzip auf der anderen Seite endlich mal angekommen, ja? Fantastisch. Die kommt gleich bei dir vorbei. Oh, Alter. Ich würde so schreien. Ich würde ihr einfach live ins Gesicht schreien. Einfach 10 Minuten... ins Gesicht schreien. Fuck. Was ist das denn jetzt hier wieder? Öl haben wir doch schon. Wir haben mehr als genug Öl, aber gut zu wissen, dass hier Öl ist. Wir müssen hier irgendwelche Scheiße betätigen. Das ist wieder eine lustige Kacke zum Lesen. Hi. Ritual. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect.
The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay, verstehe. Verstehe, 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 auf was das langsam alles hinausläuft. Tut mir leid, Gregor, ich gehe auf, ich schaue mir den Stream tagsüber erneut komplett an. Erneut komplett. Oh, Socke. Es ist okay und Yara geht auch. Ich gehe auch gleich schlafen, bin müde. Ich bin auch ziemlich müde. Es ist wie gestern. Ich bin voll müde, aber das Spiel packt mich. Es ist so spannend, ich möchte einfach ein bisschen weiterspielen noch. Ich kann noch nicht aufhören. Ich möchte weiter vorankommen. Ich möchte wissen, was noch auf uns wartet. Außerdem müssten wir doch eigentlich bald am Ende sein. Dementsprechend. Ich spiele noch ein bisschen weiter, aber es ist natürlich verständlich, wenn ihr schlafen geht, es ist halb zwei. Gar kein Problem, Leute. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Träumt was Süßes. Fühlt euch geflauscht. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hab mich riesig gefreut. So lange. Bis spät in die Nacht. Richtig toll. So, lustige Hebel. Die ziehe ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Ritual, ja, ja. Solange ich nicht weiß, was ich zu tun habe, ziehe ich an gar nichts. Das Einzige, was ich ziehe, ist von dannen. Lupus, moin moin, hallöchen. Jemand Neues, hallo. Eine wunderschöne gute Nacht dir. Oh, danke für den Follow. Herzlich willkommen bei uns bei der Gecko-Gilde. Und herzlich willkommen bei Amnesia zu so später Stund. Ja, ja. Irgendwo in den Katakomben des merkwürdigen Schlosses. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Da ist ja nichts. Ich bin dumm. Das lässt... Einziger Weg. Na dann, auf geht's. Na, wie geht's? Gut. Müde. Aber angespannt. Hab Spaß in Amnesia. Ja. Ja, ja. Wir sind alle, glaube ich, ein bisschen durch gerade. Ein bisschen sehr. Ich mache jetzt hier nicht alle Fackeln an. Das kannst du vergessen. Mal sehen, wie lange ich noch durchhalte. Das soll reichen. Hier. Doch, jetzt heb es halt auf, Mensch. So. Hui, juhu. Die scheint nichts zu sein. Außer Zunderbüchsen. Das ist perfekt, weil ich habe gerade ein paar verschleudert. Lupus, wir sind auch schon sehr, 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 sehr weit im Spiel. Wir müssten bald am Finale sogar sein. Und das Spiel fährt jetzt wirklich gerade noch mal ziemlich gut auf mit den Monstern und alles. Du hast wirklich tolle Szenen verpasst. Das werde ich nie durchspielen, pack das beim Zocken nicht. Bisschen verständlich, ja. Es hat schon echt seine guten Momente, definitiv. Uiuiui. Oh, dieses Licht, ich hasse es so sehr. I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Das waren also Rituale in der Krippe, ja? Oh Gott, jetzt hör doch auf mit dem Scheißlicht! Hallo? Oh, die ganze... Es ist einfach auch wieder so ein Spiel mit guter Soundkulisse. Vieles macht einfach auch der Sound hier aus. Das ist richtig toll. Oh, Labor. Verstehe, verstehe, verstehe. Es weiß, wie man Spannung aufbaut. Das ist echt supi, das Spiel. Wo sind wir und was ist das hier?
Das bleibt echt konstant spannend, finde ich. Auch wenn man die Story eben gerade verfolgt, also es ist echt schon geil gemacht. Ich mag es. What the fuck? Agrippa, bist du das? Please. Help me. Oh nein. Aua. Was ist? Ja, warte, Moment. Gleich muss ich das tun. Was ist das denn? Ich komme gleich zu ihm zurück. Ist okay. Ich bin gerade froh, dass du nicht im Voice bist. Vikun hätte seinen Spaß, obwohl andersrum wäre auch immer wieder. Ja. Yeah. Weiß nicht, ob er das hinbekommen würde. Dann muss ich das wirklich tun? Das ist jetzt echt die Frage. Andererseits, weißt du... Wir erlösen ihn halt einfach auch dadurch einfach nur, ne? Aber... Ich meine, er hat eh nicht mehr lange zu leben. Ich möchte das trotzdem irgendwie gerade nicht tun. Moment, bitte. Ist okay. Wobei zu sehen geht ja, aber selbst spielen einfach nicht. Ich liebe ja auch Horrorfilme und die können nicht so noch so. Und die können noch so krass sein. Echt? Zum Beispiel Horrorfilme sind so gar nicht meins. Ich mag Horrorfilme nicht wirklich. Ist paradox, ne? Ich liebe Horrorspiele, aber ich mag Horrorfilme nicht so. Das ist ganz witzig. Alles klar, Socke. Dann, ne? Schlaf gut, mein Bester. Danke, dass du so lange da warst. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. Zifix, jetzt haben wir wieder einen Control-Bug. Jetzt geht's wieder. Nein, jetzt hör auf, von alleine zu laufen. Haben sie es jetzt? Darf ich dann wieder? Danke. Okay. Hä? Ich dachte, dahinter ist gerade eine Mauer. Ja, das ist aber nur eine Zelle. Hier kann ich mich verstecken. Wenn uns ein Monster verfolgt, da ist auch nochmal eine Zelle. Okay. Da geht's nach oben. Sollen wir den Typen jetzt wirklich... von seinem Leid befreien. Sorry. Was zum? Oh, Layers of Fear war ein gutes Spiel. Layers of Fear war geil. Hallo. Immer dieselben Stimmen. Immer dieselben Stimmen.
Was zu... Aufgenommen Fleisch. Ich glaube, Daniel hat Hunger. Eine Scheibe. Daniel, weißt du, was Scheiben sind? Ist okay. Wirklich? Mein Öl ist alle. Na, dann ist es halt alle. Damaskus Rose. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. His cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Nein, White Day wäre jetzt. White Day war gar nicht so gruselig. White Day war funny auf jeden Fall. Das war gut. Das war auch ganz gut, ja. Weil das Amnesia. Das ist ein anderes Kaliber einfach. White Day nicht gruselig? Ich hab mich halt oft erschrocken. Erschrocken, ja. Erschrocken. Es gab Jumpscares, ja. Aber es war so ein relativ mittelmäßiges Horrorspiel. Es war voll okay. Ich mag es auf jeden Fall. Aber es gibt halt Schlimmeres. So wie Amnesia. Es ist etwas schlimmer. Oh, Lupus! Hä, was? Was? Wiesel! Oh, wie lieb bist du denn? Oh, wie lieb ist das denn? Dankeschön. Dankeschön für den Giftzapf an Lupus. Hey, Lupus, willkommen in der Gecko-Gilde. Viel Spaß mit unserem Gildenzeichen vorne dran und mit unserem Account. Alert Sound war mega leise. Habe ich auch gerade gehört, ja. Habe ich gehört. Naja, ich habe ihn gehört. Passt schon. Was brauchen wir hier ernsthaft? Irgendwas. Hi, und hat sich das jetzt gelohnt? Natürlich nicht. Also, hier war einfach absolut gar nichts. Altar! Bist du völlig geschnappt über? Was war das denn jetzt? Ich muss mal in Kürze andere Spiele spielen. Ich glaube nämlich, es ist nicht der Controller. Es müsste das Spiel sein. Das ist irgendein Bug. Ich hoffe es zumindest. Deswegen müsste ich mal was anderes spielen. What happened to her? Neben mir ist in Ordnung. Tja, so sorry. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. What the fuck? Daniel? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an awl. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess the wild hole. It could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my own, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken wall and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there.
Nein! Wie krass! I know it sounds ridiculous. I mean, look at him. But if you find anything concerning a man named Johann Reim, would you please bring it to me? I believe he is working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Krass. Gumi, I'm Heinrich Cornelius Agrippa. And this one's quite important to you. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Krass. Was? Agrippa ist da drin? Er hat die Seele in diese tote Gestalt verwandelt. Verdammt faszinierend gerade. Was? Hast du noch mehr zu sagen? By me, I'm the next best thing. Alexander really wanted none other than Johann Reim. You never heard of Johann Reim? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world who has forgotten him? Warte mal. Nee, schon richtig. Uiuiui. Okay, da müsste ich. Okay. Haben wir eigentlich alle gefunden? Eins, zwei, drei. Nein! Was? Daniels Tagebuch 1 haben wir nicht. Wieso nicht? Scheiße. Oh, doch. Oh. Oh. Ich hab. Oh. Ich hab nichts gesagt. Oh. Hi. Ich glaube, wir haben bisher alle gefunden. Das finde ich voll gut. Das finde ich voll gut. Notizen haben wir auch im Falle eines fehlenden Staben. Achso. Ah, okay. Impfstoffversuche, ja. Ja, nice, ey. Das ist ja, das ist... Was zur Hölle? Was? Da, wow. Das Paket, echt jetzt? Was für ein Paket? Was? My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Hatten wir schon was mit einem Dingenskirchen? Ich muss da mal gerade. Oh Gott, wo muss ich. Boah, wo könnte. Oh, da müsste ich. Nee, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ach, das Goldene? Das ist doch niedlich, oder nicht? Das sieht doch toll aus. Oder nicht? Oh, bin ich müde, ey. Meine Augen fallen halt zu. Meine Augen sind müde. Das kriegen wir doch hin. Wie faszinierend ist denn das, oder? Hat er noch mehr zu sagen? Mann, dieser Controller kotzt gleich. Ach, komm. Nein. Building temples out of caverns. The Dark Halls being the universe. And inside are its followers. Humans watching the sky slowly. Boah, Alter! Was ist denn das hier, Controller? Der ist ja schon wieder leer. Willst du mich komplett verarschen? Liegt's daran oder was? Ich schließe ihn mal an. Was, sie vernichten sich manchmal selbst oder zerbrechen, wenn sie von jemandem benutzt werden, der nicht eingeweiht ist? Aha. 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 Das sind viele wichtige Informationen. Ich möchte wissen, was weiterhin passiert. Was er weiterhin zu sagen hat. Was sind das nur für Kugeln? Mithra-Glauben, aha. Ah,
Gibt es diesen wirklich? Kann das mal jemand nachgucken kurz? Mitra-Glauben? Gibt es sowas? So eine Mythologie oder so? Gibt es? Ist das... Ist diese Story hier irgendwie auf... realistischem Glauben oder Mythologien oder so bezogen? Das ist so interessant auf jeden Fall gerade alles. Boah, ja, langsam redest du mir ein bisschen zu viel. Jetzt krieg ich so, ja, ist okay. Mithraismus habe ich gerade gefunden. Echt interessant. Das ist ja... Das ist faszinierend. Aha. Aha. Verstehe. Krass. Ja, schön, dass er mit mir redet, ja. Gut, dann gehe ich, oder? Hast du noch was zu sagen, oder? Ich mag ihn, er ist nett. Okay, dann, ich höre hier etwas. Hä? Ja, ist okay. Dankeschön. Dankeschön. Ich kann es nicht zurückdrehen, ist okay. Wie komme ich denn da hoch? Puh, Gripper, halt mal deine Klappe bitte. Bitte! Scheiße. Oh, schwaffelt er mich jetzt die ganze Zeit voll. Ich nehme den Stuhl. Ja, ich bin Daniel. Ja, ist okay. Ich glaube, die Geschichtsstunden dienen zur Beruhigung des Spielers. Vielleicht. Agrippa! Please! Halt die Klappe! So. Mal sehen, ob wir... Da kommen wir aber nicht hoch. What the fuck? Was war denn das gerade? Knistert da einfach neben mir irgendwas? Mithraismus habt ihr gefunden, krass. Erstes Jahrhundert nach Christus gab es im Römischen Reich war ein Mysterienkult, wo die Gestalt Mithras im Zentrum stand. Voll interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Da werde ich mir auch mal googeln. Das interessiert mich jetzt. Auch mit diesen komischen Kugeln und so. Aha! Was haben wir denn da? Oh! Was habe ich jetzt... Was habe ich denn... Was ist passiert? Was habe ich denn jetzt repariert? Tja, man kann den Hebel wirklich nicht zurückziehen, wa? Das ist so eine Scheiße. Gut. Hey, geht die Tür jetzt auf? Es kann von hier aus nicht geöffnet werden. Diese jetzt? Was hat mir das Zahnrad denn jetzt gebracht? Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich tue nur mal... Okay.
Da klingelt's in meinem Kopf. Klärt mich mal gerade auf, es ist spät in der Nacht, ich kann nicht mehr so gut denken. zum Beispiel weiß ich gerade gar nicht, was ich tue. Wohin gehe ich gerade? Das ist das Labor. Ich habe ja noch ein Stück Fleisch. Ich verstehe es nicht. Moment mal. Also ich... Moment mal, da ist ein Loch. Schade. Ja, gut. Aua. Was hat mir das gebracht? Ich... Boah, halt doch die Klappe. Ja, gut, dann, wir müssen, stimmt, er hat doch gesagt, wir müssen die Teile der Kugel finden, im Altar bin ich denn komplett bescheuert, ich habe noch kurz dran gedacht, aber mein Kurzzeitgedächtnis ist halt einfach nachts um zwei nicht mehr gut. Die Angst überkam ihn erneut, er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum, in seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Der arme Bettpfosten. So. Der Altar, ja? Das klingt übrigens stark nach Finale. Wir haben es bestimmt demnächst geschafft. So, keine Ahnung, was das Zahnrad übrigens gebracht hat. Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Oh nein. Jetzt geht das wieder los. Blaues Feuer, geil. Ach, Scheiße. Alter, wo sind wir? What? Okay. Oh no. Habt ihr das gesehen? Er ist jetzt gerade despawned. Ist in Ordnung. Ibims, Liara, das Gildenwohn unter der Gecko-Gilde. Richtig. Gecko kenne ich schon von Erzählungen. Wusste Bescheid, dich kannte ich noch nicht. Aber ja, was? Es ist nicht despawned. Ich habe gelogen. Nee, das ist jetzt nicht in Ordnung. Wir haben ein Problem. Captain, das ist mit Verlaub gerade ein bisschen dämlich. Wir haben einen Marderschaden. Tschüss. Warum heißt denn das überhaupt Hauptschiff? Verstehe ich nicht. Jesus. Ja, was ist denn da los? Ah, du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskusrosenöl zu suchen. Okay. Oh, Frau Bibsch.